Christenverfolgung ist ein Thema, das uns hier weitgehend fremd ist und von dem wir vielleicht auch nur sehr wenig wissen. Dabei wurden noch nie so viele Christen verfolgt wie heutzutage. Open Doors ist ein ökumenisches Hilfswerk, das sich für diese Menschen einsetzt seit vielen Jahren. Heute Morgen ist Herr Alex Lind, er ist Referent, bei Open Doors zu uns gekommen, um uns von dieser Arbeit zu erzählen und uns aufzuzeigen, was wir tun können. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, Herr Lind. Danke, dass Sie die Reise von Bonn zu uns gemacht haben. Sie haben viele Informationen mitgebracht und auch Material, das draußen im Foyer ausliegt und das wir nachher gerne alle mitnehmen können. Und Sie werden auch predigen. Gott segne Ihr Reden und unser Hören. Wir hier können in aller Freiheit von unserem Glauben reden und singen. Und das wollen wir jetzt auch tun mit dem ersten Lied, Ich glaube an den Vater. Wenn ich dich nicht rühren, die Wunden loben kann, wenn ich dich zu Erde
denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält dich. Amen. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst, den wir im inneren und äußeren Frieden feiern. Du lädst uns dazu ein, deinen Worten zu vertrauen. Du verbindest uns mit vielen Christen weltweit, die trotz aller Anfeindungen dir treu sind. Schenke uns ein sehendes Herz, das uns die Augen öffnet für deine Welt, für deine Menschen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen Laudate omnes gentes. Thank you.
aus Deutschland. Geboren, aufgewachsen bin ich in Sibirien, in Russland, spreche Russisch und Deutsch, aber ich denke, wir bleiben heute ein Deutsch. Bin glücklich verheiratet, in Bonn zu Hause, 4 Kinder. Bin seit fast 18 Jahren vollzeitig bei Open Doors und meine Aufgabe besteht darin, Kirchen, Gemeinden zu besuchen und zum Thema Christenverfolgung zu sprechen, manchmal auch politische Veranstaltungen, weil das Thema auch in die Politik immer mehr und mehr oder in den letzten Jahren ein bisschen weniger vielleicht beschäftigt. Genau, so bin ich auch in anderen Ländern unterwegs. Wenn wir von Open Doors über verfolgte Christen sprechen, sind wir vor Ort. Wir durften in vielen Ländern sein, wie Nordkorea, Äthiopien, Eritrea, Laos, Bhutan, Algerien, Irak, Saudi-Arabien, also so viele Problemländer, wo zurzeit einfach nicht so, nicht so easy ist, Christ zu leben. Und unsere Aufgabe heute ist, oder meine Aufgabe ist, Christen in der Verfolgung uns hier nahe zu bringen. Also uns zu verbinden, zu sagen, wir gehören zu einer Familie Gottes, egal wo wir leben oder egal welche Denomination wir angehören. Mich würde noch interessieren, was beschäftigt Sie besonders, Sie persönlich, wenn Sie an die verfolgten Christen denken in aller Welt? Ja, mich persönlich, das ist immer sehr herausfordernd. Wir kennen die Leute in vielen Ländern. Und wenn ich Witwen besuche in Vietnam, die ihre Ehemänner verloren haben, Hab und Gut verloren haben, Christen in Nordnigeria, Witwen, die durch Boko Haram ihre Männer verloren haben oder Entführung erlebt haben, das geht einem sehr nah ins Herz. Und wenn wieder ein Anschlag geschieht in einer Kirche im Ausland, so bin ich immer etwas angespannt, weil es geht letztendlich um Brüder und Schwestern in diesen Ländern. Man kennt sie noch namentlich oder war vor Ort. Das ist immer schwierig. Und dann kommst du nach Hause von so einer Reise zum Beispiel, wo du viel gehört hast, viel gesehen hast, viel Leid erfahren hast und deine Kinder streiten sich mit dem Spielzeug. Ja, das sind so Sachen, wo man das nicht so einfach drüber springen kann zum Alltag, sondern es beschäftigt mich, wie geht es diesen Menschen? Was würde ich in dieser Situation machen? Oder was ist meine Aufgabe als Christen dessen, wie kann ich mit dieser Situation umgehen, ohne darunter kaputt zu gehen? Ja. Jetzt gebe ich Ihnen, vielen Dank, jetzt gebe ich Ihnen das Wort. Dankeschön. Ja, ich habe eine PowerPoint mitgebracht mit einigen Informationen, da würde ich gerne darauf kurz eingehen. Der Adam hoffentlich hilft mir ganz gut dabei. Die PowerPoint von Open Doors, genau. Also ich freue mich erstmal hier bei euch sein zu dürfen und dieses Thema zu präsentieren. Ich gehe so ein bisschen seitlich, damit ich etwas sehen kann. Hoffnung trotz Verfolgung. Es geht um das Thema Christenverfolgung. Ich möchte das nicht zu blutig machen oder zu negativ. Übrigens, verfolgt und diskriminiert zu werden, ist biblisch. Ist völlig in Ordnung. Die Sache ist, wie gehen wir damit um? Was lernen wir daraus für uns? Denn auch für uns hier im Westen werden die Zeiten auch schwieriger, allein schon die Thematik, die diskutiert wird, ob das Gender ist, ob das Familienverhältnis oder Familienbild in der Gesellschaft ist. Die Kirche spielt auch nicht mehr diese Rolle und wir sehen, dass wir Christen, die ernsthaft Jesus Christus nachfolgen und der Bibel ernst nehmen, werden wir mit mehr und mehr diskriminiert oder zumindest nicht verstanden. Nächstes Bild. Genau, das Ganze hat angefangen 1955. Der verrückte Holländer Bruder Andrew hat angefangen, Bibel zu bringen von Holland nach Polen und Russland und so entstand Dienst von Open Doors aus einer Person. Berufungsvers, der nächste Blick. Genau, das ist der Berufungsvers von Bruder Andrew. Wer bewacht und stärke das Übrige, das im Begriff steht, abzusterben. Bruder Andrew hat alleine angefangen, diese Arbeit. Nächstes Jahr werden wir 70 Jahre feiern in Karlsruhe, dürfen Sie uns mal besuchen, über Christi Himmelfahrt. Der wollte als Einmannmission unterwegs sein. Aber Gott hat es wachsen lassen, so dass wir mittlerweile etwas über 1000 Vollzeitmitarbeiter haben und mehrere Tausenden, die wir in den Ländern, wo christliche Verfolgung stattfindet, unterstützen. Also großes Missionswerk geworden mit über 60 Ländern der Welt präsent. Nächstes Bild. Genau, der Schmuck der Gottes als Buch, vielleicht manch einem bekannt, die Entstehung und Entwicklung der Arbeit weltweit. Und der Bruder Andrew, nächstes Bild, ist mittlerweile auch verschwunden.
Schmerz ist, wo man Trost spenden kann, wo man die Leute ermutigen kann. Das ist auch unsere Aufgabe weiter, die zu stärken, die im Begriff sind, abzusterben oder zu verschwinden sozusagen oder totgeschrieben zu werden. Der Verfolgungsindex ist meisten wahrscheinlich bekannt. Das ist die Rangliste der Länder, wo die Christen am stärksten verfolgt und diskriminiert werden. Seit jetzt über 25 Jahren veröffentlichen wir Weltverfolgungsindex. Seit 2002 in Folge ist Nordkorea das Land mit der stärksten Christenverfolgung weit in Folge. Also vor zwei Jahren wurde es uns durch Afghanistan abgelöst, aber Nordkorea weiter auf dem Platz Nummer 1. Gerne anschauen, auch auf unserer Homepage zu schauen, wo Verfolgung stattfindet, wo leiden die Christen weltweit. Allein in Nordkorea schätzen wir die Anzahl der Christen, die in Arbeitslager eingesperrt sind, zwischen 50.000 und 70.000. Allein in Nordkorea. Und das ist natürlich wichtig, dass wir diesen Menschen, die für sich selbst nicht sprechen können, eine Stimme unter dem Gesicht geben. Und für mich ist es ein Vorrecht, diese Arbeit machen zu dürfen. Ich habe früher bei Coca-Cola gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie Coca-Cola kennen. Wirklich? Ich habe mich immer wieder gefragt, wieso schafft Coca-Cola weltweit Einfluss zu gewinnen und ihr Produkt zu vermarkten. Selbst in Pyongyang oder egal wo man ist, unterwegs war, sieht man dieses Produkt. Und wir haben viel bessere Botschaft wie Coca-Cola, also Jesus Christus, ihn zu verkünden. Nächstes Bild, was wir wollen sehr gerne, dass die Gesichter zeigen. Also nicht nur Statistiken, wo Verfolgung stattfindet, in welchen Ländern wie stark oder weniger stark Verfolgung ist, sondern wir wollen Gesichter zeigen. Sven Endo sagt, ich will immer auf unserer Zeitschrift, dass auf dem Titelblatt immer ein Verfolgter oder ein Sinnbild, also ein Symbolbild für verfolgte Christen darstellen. Nächstes Bild bitte. Verfolgung durch Gesellschaft oder durch gesellschaftliche Strukturen. Wenn wir nächstes Bild nehmen, das ist das ist Afghanistan oder Aden, das ist ein Symbolbild. Wir dürfen ihn nicht zeigen, ist auch nicht mittlerweile ist nicht mehr bei uns, wurde umgebracht. Einer der mit uns mitgearbeitet hat in Afghanistan. Das ist so, er hat angefangen eines Tages Interesse über den christlichen Glauben zu zeigen und hat sich ein Neues Testament besorgt. Und hat angefangen, ein Neues Testament zu lesen und so kamen immer mehr Muslime dazu, so dass mehrere Bibellesekreise entstanden, Muslime, die Interesse am christlichen Glauben zeigen. Und so wurde er mit dem Tode bedroht, er soll damit aufhören, er hat es weitergemacht. Das Problem war so, dass er eines Abends entführt wurde und nächsten Morgen dort aufgefunden. Wir wollen Menschen zeigen, die leiden, nur weil die Jesus Christus nachfolgen. Und ich hoffe, dass jeder von uns etwas dankbarer heute nach Hause geht. Dankbarer, dass wir in einem Land wie Deutschland leben dürfen, uns frei bewegen, uns keine Sorgen machen dürfen, dass die Steine durch das Fenster fliegen, weil wir hier mitten in Essen Gottesdienst feiern, dass wir nicht diskriminiert oder verfolgt werden und dass wir unseren Glauben frei leben können. Es ist nicht selbstverständlich. Nächstes Bild bitte. Verfolgung durch extremistische Gruppen. Das ist letzte Jahre sehr stark in Indien, Sri Lanka und am stärksten in Nordnigeria zu beobachten. Nächstes Bild zeigt auch unser Titelbild von dem Pastor aus Nigeria. Das ist so, wir haben Platz Nummer 6 übrigens auf dem Weltverfolgungsindex, also relativ weit oben. Letzte 5 Jahre in Folge, die meisten Christen, die unmittelbar in Kirchengebäuden, also bei der Ausübung der Gottesdienste ermordet worden sind, das ist tatsächlich in Nordnigeria. Letztes Jahr ca. 5000 Menschen, allein weil die Gottesdienste gefeiert haben. Das ist ein großes Problem. Warum? Ich habe immer wieder gehört von den extremistischen Gruppen der Boko Haram. Das ist immer wieder die Gruppe, die alles, was mit Bildung, Ausbildung, auch mit christlichem Glauben oder auch moderatem Islam zu tun hat, angreift und diskriminiert. Pastor Saharia hat seine Frau und seinen Sohn letztes Jahr im März verloren. Das Dorf wurde angegriffen und niedergebrannt von Boko Haram, auch seine Kirche. Und nur weil er auswärts predigen war, ist am Leben geblieben. Das ist das große Problem. Also besteht tatsächlich darin, dass diese Gruppe christliche Kirchen angreift, Männer exekutiert in der Regel, Kinder und Frauen entführt, zwangsverheiratet und auch die Kinder werden zu Kindersoldaten ausgebildet, um einfach weiter Menschen dort also unter Druck zu setzen. Wir haben letztes Jahr sehr emotionales Treffen gehabt, 121 Schüler
von christlichem Internat wurden entführt, zwischen 13 und 17 Jahre alt, und nach 9 Monaten Gefangenschaft konnte man sie freikaufen. Was ist das Leben von einem Kind wert? Ich habe 4 Kinder, ich würde alles für die machen, damit sie in Sicherheit leben können und einen gewissen Schutz genießen können. In dem Fall war das $3000 pro Person, dass sie nach Hause gehen. Die Eltern kamen auf uns zu und fragten, ob wir uns beteiligen können, um ihre Kinder freizukaufen. Und wir haben das getan. Aber das Problem war, dass wir größer als Kinder nach Hause kamen, denn viele Mädchen sind schwanger zurückgekommen. Und die Jungs, die bei diesen Angriffen mitmachen oder zuschauen mussten, denen ist die Sprache regelrecht verschlagen. Deswegen die größten und die meisten Traumabegleitseminare, also Selbstsorge-Seminare, die wir letzte Jahre veranstalten in Nordnigeria, dass die Menschen wieder zurück in die Gesellschaft integriert werden können, dieser zur Normalität zurückzukommen. Es ist wirklich eine große Herausforderung, die wir zurzeit in Nordnigeria haben. Nächste Folie bitte. Ganz ehrlich, nach diesem Angriff fühlte ich mich, als ob Gott mich verlassen hätte. Deswegen diese Menschen zu besuchen in ihrer Not, zu sagen, du bist nicht alleine. Auch Gesichter zu zeigen, ist uns sehr wichtig. So, dass wir eine Verbindung herstellen. Wir sind eine Familie Gottes, eine Gemeinde. Ja. Ich durfte in Saudi-Arabien unterwegs sein. In Saudi-Arabien leben 30 Millionen Menschen. Wir schätzen die Anzahl der einheimischen Christen von 30 Millionen Muslimen, die dort leben, auf ca. 200 Personen. Von 30 Millionen. Es gibt ganz kleine Gemeinschaften, einzelne Christen. Und Nawal, eine Frau, hat ihr Zeugnis erzählt, wir dürfen die gar nicht zeigen, aber es ist tatsächlich, die sagt, für mich bedeutet, zum Gottesdienst zu gehen, 4-mal im Jahr für 5 Minuten. 4-mal im Jahr für 5 Minuten zum Gottesdienst. Denn mein Pastor ist der Arzt und ich darf ohne männliche Begleitung zum Arzt gehen. Und für 5 Minuten im Wartezimmer mit 2, 3 anderen Frauen, das ist mein Gottesdienst. Ich hoffe, dass wir dankbar sind, dass wir, egal ob wir viele sind oder wenige, hier kommen dürfen. Wir überspringen das am besten, gehen wir weiter. Gerne nehmen Sie unser Magazin mit. Auf der Rückseite gibt es eine Antwortkarte. Ja, ich möchte für verfolgte Christen beten. Man kann sie abziehen, hier Namen und Adresse ausfüllen und so da beim Büchertisch einwerfen, also in so einen Kasten, Glaskasten. Und so bekommt man die Zeitschrift jeden Monat kostenlos zugeschickt, um für verfolgte Christen zu beten. Mittendrin ist ein Gebetskalender mit Informationen, wofür wir heute beten. Zum Beispiel heute beten wir für Ägypten, kann man hier kurz nachlesen und so intensiv und jeden Tag, wenn es möglich ist, beten für Christen in diesen Ländern, wo Verfolgung stattfindet. Und danke schön für die offenen Türen hier bei Ihnen in Essen und wir hoffen, dass wir noch etwas aus der Predigt mitnehmen können für uns, um dankbar zu sein und von verfolgten Christen etwas lernen. Dankeschön. Jesus, hier sind wir auf dem Weg.
Ein Heimatgefühl. Ein Heimatgefühl, das wünsche ich mir. Angekommen zu sein. An dem Ort, an dem ich geborgen bin. Wo meine Sehnsüchte erfüllt werden. Wo ich Vertrauen, Sicherheit und Liebe finde. Und ich durch keinen Verlust jemals wieder das Gefühl bekommen, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ein Ort, an dem ich keine Erschöpfung mehr empfinde, keine Trauer, nicht den geringsten Schmerz, dort, wo ich keine hasserfüllten Augen mehr gibt, niemand, der vergessen wird, wo ich das Gefühl habe, nichts mehr zu vermissen, wo ich einfach wunschlos glücklich bin. Das ist die Sehnsucht, mit der ich lebe und viele Christen auch in der Verfolgung leben. Jede freie Minute fühle ich diese Sehnsucht, in ihm zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Die Sehnsucht, kein Leid mehr zu fühlen, keine Lücken im Leben zu haben. Die Sehnsucht nach Erfüllung, ich glaube, dass es die Sehnsucht nach Gott ist, die jeder Mensch im Herzen trägt und streckt sich nach dieser Sehnsucht aus, lebt darin. Von dieser Sehnsucht berichten Menschen aus diesem Buch, aus dem gefährlichen Buch, aus der Bibel. Von dieser Sehnsucht berichten Menschen in der Verfolgung, wo sie unter enormem Druck stehen, Christus zu bekennen. Und wo die Ängste haben, wo die Ängste von Existenz da sind. Die Ängste, in die Kirche zu kommen. In dieser Sehnsucht leben wir, weil unsere Gesellschaft so durcheinander geraten ist. Dass keine Werte mehr Platz haben in unserer Gesellschaft. Keine Werte vermittelt werden. Wo unsere Kinder einfach leben können in Freiheit und wir uns keine Gedanken wegen gewissen Schutz oder Schutz machen können, brauchen. Einer meiner Lieblingsautoren, C.S. Lewis, hat einen folgenden Satz gesagt. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Sie und ich, wir sind für eine andere Welt geschaffen. Und in dieser Sehnsucht wichtig, dass wir es verstehen und lehren. Das ist das gefährliche Buch, die Bibel. Die Bibel beansprucht für sich, das Wort Gottes zu sein. Das zu uns geschrieben, für uns geschrieben wurde. Ich habe eine interessante Reise gehabt nach Algerien vor ca. 17 Jahren. Damals gab es ca. 15 Jahre kein Einfuhr Bibel nach Algerien. Das war nur limitierte Auflagen möglich. Und wir bringen Bibel in diese Länder mittlerweile nicht mehr so im Koffer sozusagen, sondern auf eine andere Art und Weise. Aber in dem Falle hatte ich ca. 20 bis 30 Kilo arabischen und französischen Bibel und der Beamte im Flughafen fragte mich, warum mein Koffer so schwer ist. Und das Problem, wir uns Christen, also wir sollen ja nicht lügen. Nun, es ist tatsächlich erlaubt, in Algerien Bibel zu besitzen. Es ist erlaubt. Es ist aber nicht erlaubt, sie zu verteilen. Das heißt, wenn du mit einer Bibel kommst, das ist in Ordnung. Wenn du mit zwei oder ein paar mehr hast, kannst du Probleme bekommen. Und der Beamte machte meinen Koffer auf und wir verpacken unsere Geschenke in Geschenkpapier. Es ist schöner, so den Menschen zu schenken, aber es gilt auch zur Tarnung. Ja, ein bisschen so. Und der wollte das Geschenkpapier aufreißen und ich sagte zu ihm, das ist sehr unhöflich, Geschenke aufzumachen. Und er sagte, was ist denn da drin? Und ich wusste nicht, was ich ihm sagen sollte. Ich sagte, das sind Geschenke für das algerische Volk. Und er hat noch nie ein Geschenk für das algerische Volk gesehen. Und so wollte er es natürlich reinschauen und hat gesehen, das gefährliche Buch, die Bibel. Und so wurden mir die Bibel weggenommen. Für mich war das interessant. Warum haben Entscheidungsträger in gewissen Ländern Angst vor diesem Buch? Warum Menschen kritisieren dieses Buch? Warum sind sie empört oder sehen das nicht als Wort Gottes, sondern als Menschenmeinung? Gute Vorschläge für das Leben. Wir als Christen, die mit Jesus verbunden sind, sehen das als das Wort Gottes, das zu uns Menschen gekommen ist, wo wir Ermutigung und Trost bekommen. Und das Erstaunliche ist dabei, dass seit über 2000 Jahren lesen wir dieses Buch
und bekommen Trost, Ermutigung und Stärkung. Heute habe ich aus dem gefährlichen Buch 1. Korinther 12, 1. Korinther 12, Verse 26 bis 27. Hier steht Folgendes: Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Ein Geheimnis ist hier uns, wird kundgetan, wird geoffenbart. Nun, liebe Gemeinde, wie ich sehe, dass jeder heute ist mit seinem Körper zum Gottesdienst gekommen, oder? Keiner hat seinen Körper, irgendwie, sein Body irgendwie zu Hause vergessen, sondern wir sind mit unserem Körper anwesend. Das Geheimnis des physischen, menschlichen Körpers, so auch dem weltweiten Leib Christi, also Gemeinde Jesu weltweit, das Geheimnis ist alles miteinander verbunden. Wenn meine Sinusorgane nicht vernünftig funktionieren, meine Leber, meine Lunge, kann ich nicht konzentriert zuhören. Wenn meine Nieren versagen, habe ich Schwierigkeiten. Es gibt Prozesse in meinem Körper, die nicht mehr funktionieren. Wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, hat jemand schon mal Zahnschmerzen gehabt? Ich vermute mal jeder von uns. Wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, ist der ganze Körper nicht zu gebrauchen. Wir können nicht essen, nicht schlafen und nicht arbeiten. Und dieses Mitleiden mit Bruder und Schwester in der Verfolgung ist für mich, für uns von Open Doors, ist von enormer Bedeutung. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden andere mit. Und wenn einer sich freut, freikommt, Unterstützung bekommt, so freuen sich die anderen mit. Wir haben das in der Pandemie sehr stark gemerkt. Plötzlich die Gemeinschaft, die so wichtig für Christen, für uns Menschen ist, plötzlich, wenn sie wegbleibt, bleiben die Leute auf der Strecke. Die Gemeinschaft ist enorm wichtig unter uns als Gemeindeglieder, als Menschen, die in der Gemeinschaft, im sozialen Umfeld leben, aber auch Gemeinschaft zu Jesus Christus. Ohne diese Gemeinschaft funktioniert das Leben nicht so einfach. Alles muss zusammenwirken, merken wir. Wenn der Körper funktionieren soll, während wir hier in der Kirche sitzen, muss unser Gehirn, unsere Sinusorgane, unsere Kraftwerke, also unser Herz muss arbeiten, um einfach gesund zu sein und zuzuhören und die auch Sachen zu genießen. Wenn wiederum unser Körper geschwächt ist durch Krankheit, durch Kummer, empfindet das nicht nur unsere Seele, sondern auch unser Körper, also das spiegelt verschiedene andere Art und Weise. Wenn wir wiederum vielleicht danach nach Hause gehen zum Mittag und schönes Mittagessen zu uns nehmen, schönes, ja, guten Steak, also gutes Stück Fleisch essen oder was auch immer, bekommen wir Energie und Stärke. Wir merken, wir sind Wesen, die brauchen Unterstützung, Stärke für unseren Körper, aber auch, dass wir Gemeinschaft untereinander pflegen. Und wenn jemand ein ermutigendes Wort uns sagt, merken wir, dass es uns stärkt und tröstet. Es bringt uns nach vorne. Wenn ein Kind gelobt wird, wird er größer, bedeutet das für das Kind, dass er geliebt und angenommen ist. Wenn wir darum wie getadelt werden und unter Druck geraten, so bekommen wir manchmal vielleicht nie so unsere Körperhaltung sozusagen schon in sich, so bricht etwas zusammen. Wir als Christen, wir haben was gemeinsam, und zwar, weil Jesus Christus Haupt des Leibes ist, Haupt der Gemeinde ist, wissen wir, wohin wir uns bewegen. Drei Merkmale, das unseren biologischen Körper betrifft, betrifft auch Leib von Jesus Christus. Das erste, es ist uns geschenkt und vorgegeben, nicht von uns selbst zusammengebastelt, sondern die einzelnen Organe und Bestandteile haben wir uns nicht selber zusammengestellt, so wie wir jetzt in der Kirche auch sitzen, als Gemeinde, als Kirche hier vor Ort. Es ist nicht unsere Idee war, sondern das war Idee von Jesus Christus, uns zusammenzubringen, durch seinen Heiligen Geist uns zusammenzubringen und diese Einheit zu schaffen, indem wir über diesen Jesus sprechen. Es ist uns geschenkt und vorgegeben. Deswegen ist das manchmal, gibt es auch Reibungen, gibt es Auseinandersetzungen und sicherlich auch nicht immer einfach, aber es ist wichtig, dass wir miteinander kommunizieren und diese Gemeinschaft leben.
Das zweite, der Leib Christi ist ungeheuer vielfältig, besteht aus vielen Organen, Gliedern, Körperteilen, manche mehr nach außen, die anderen nach innen. Es gibt Menschen, die hier vorne stehen, so wie jetzt, und man sieht uns, wir sind sichtbar. Aber Menschen, die Kinderarbeit machen, Kaffee kochen oder vielleicht diakonische Dienste machen, die nicht sofort im Vordergrund stehen, die sind genauso wichtig. Und der Leib Christi ist ungeheuer vielfältig. Der dritte Punkt, es ist eindeutig abgegrenzt, wer zum Leib Christi gehört und wer nicht. Wenn wir so anschauen, jeder, der den Namen des Herrn bekennt, jeder, der sich zu Christus bekennt und seinem Wort treu ist, gehört zu diesem Leib Christi. Für mich ist einer der erstaunlichsten Sachen immer wieder, wenn man im Ausland ist und Christen trifft, wenn man ihre Sprache nicht spricht und trotzdem man betet zusammen, man nimmt Abendmahl zusammen ein, wir machen Lobpreis zusammen und hören und das Wort Gottes, wir merken, dass wir eines Geistes sind. Wir gehören zusammen in diese große Familie Gottes. Und wir dürfen heute über den Tellerrand schauen und dankbar sein. Wenn man Witwen besucht, ich war jetzt vor kurzem in Vietnam und das war auch sehr interessant zu sehen, wenn man merkt, man hat einen Ehepartner verloren, wurde ermordet. Und was sagt Jakobusbericht? Was ist der vernünftige Gottesdienst? Was ist der gottgefällige Gottesdienst? Jakobusbericht sagt ganz klar, Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, das ist der vernünftige Gottesdienst. Nicht nur, dass wir uns hier zusammentreffen, das ist wunderbar, schön, aber die Menschen, die schwach sind, Menschen, die alles verloren haben, trotzdem empfinden sie Freude, weil Christus ihr Leben bestimmt und erfüllt. Es ist für uns kaum vorstellbar, warum Leute sind bereit, einen Preis zu bezahlen, Jesus Christus nachzufolgen, obwohl es Benachteiligung für sie bedeutet, trotzdem entscheiden sie sich für Jesus. Es ist erstaunlich zu sehen, was lernen wir von diesem großen Bild von dem Leib Christi? Was lehrt uns dieses Bild vom Leib Christi, Jesus als Haupt und wir als Körperteile an diesem Glied, an diesem Körper? Zuallererst lernen wir Demut. Zuallererst Demut. Warum? Keiner von uns kann alles, oder? Wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen wie die Glieder eines Leibes. Kein Glied kann für sich selbst existieren und funktionieren. Wir brauchen einander. Das ist der erste Punkt. Der zweite, gegenseitige Wertschätzung. Gegenseitige Wertschätzung. Weil Christus uns wertachtet, jeder von uns ist ein Glied an seinem Leib. Jeder empfängt Gaben und Talente und mit diesen Gaben und Talenten in der Gemeinde, sei es in der Ortsgemeinde oder in der weltweiten Gemeinde, zu arbeiten, sie einzusetzen. Jeder darf diesen Dienst tun, auf verschiedene Art und Weise. Jeder hat, wir haben alle unterschiedliche Gaben und Talente und wir dürfen diese gegenwärtige Wertschätzung ausdrücken, indem wir anderen dienen. Das ist wichtig. Das Dritte, jeder von uns wird gebraucht. Jeder wird gebraucht. Schauen Sie mal, wenn wir unser Platz im Leib Christi, sei es in der weltweiten Gemeinde oder in der Ortsgemeinde, nicht einnehmen, fällt dem gesamten Leib Christi etwas. Es ist wichtig, dass wir Gaben und Talente einsetzen in der Ortsgemeinde, um einander zu dienen. Die Gaben und Talente sind nicht dafür da, um mich zu bereichern oder mein Ego zu nähren, zu zeigen, wie was für große Gaben und Talente ich habe, sondern Gaben und Talente, die Gott mir anvertraut hat, sind dafür da, um einem anderen Hilfestellung zu geben, einem anderen zu helfen. Vierter und der letzte Punkt, miteinander fühlen und füreinander sorgen. Miteinander fühlen und füreinander sorgen. Wenn wir einen Leib bilden, dann kann uns es nicht kalt lassen, wenn jemand leidet und Hilfe braucht, wenn Menschen leiden, nur weil die Jesus Christus nachfolgen, es ist unsere Aufgabe, soweit es geht, soweit es in meiner Macht steht, zu helfen. Die Hand auszustrecken, Menschen zu ermutigen, zu trösten, zu besuchen, mit anderen Gaben zu dienen, wie ich eben kann. Wenn ein Glied leidet, so leiden die anderen mit. Und wenn einer
wenn einer geehrt wird, dann freuen sich auch alle anderen mit. Unsere Zeitschrift sagt nochmal, wie wir praktisch helfen können, indem wir einfach beten für verfolgte Christen. Das Gebet ist entscheidend. Und mittendrin ist so ein Gebetskalender in diesem Heft. Und da zum Beispiel lese ich heutiges Gebetsanliegen vor. Man kann es tatsächlich mitnehmen oder auch, wie gesagt, abonnieren gerne, um einfach jeden Monat die Zeitschrift kostenlos zu bekommen, um für verfolgte Christen zu beten. Nicht jeder kann reisen, aber jeder kann ein Gebet sprechen. Und das ist möglich. Und ich lese heutiges Gebetsanliegen, 1. September, Ägypten, als Sarahs Mann vor 11 Jahren erfuhr, dass sie Christen geworden war, verstieß er sie und verschwand mit den beiden 3 und 5 Jahre alten Kindern. Sarah betete jahrelang darum, sie wieder zu sehen. Danken wir Gott für Wunder, dass in mit Sarahs Söhnen im September 2023 nach 10 Jahren tatsächlich gelang. Also die Söhne sind wieder zur Mutter zurückgekehrt. Wir danken dafür, auch die Söhne sind jetzt Christen geworden. Es ist erstaunlich, was man erlebt, wenn man unterwegs ist, wie Gott weltweit wirkt. Nicht nur hier bei uns, sondern in diesen abgeschiedenen Orten, wo oft Leid und Schmerz zu finden ist. Und trotzdem wirkt Gott mittendrin. Und das gibt mir Zuversicht und Mut, nach vorne zu gucken. Zu gucken, weil wir wissen, dass Gott alles in seiner Hand trägt. Er ist nicht verschwunden, er ist nicht verreist. Er ist immer da, um für uns einzusetzen. Ich habe noch ein kleines Statement hier, damit wir unser Reichtum anders betrachten, wie wir vielleicht so gewohnt sind. Ich habe mich gefragt, wäre es eigentlich reich? Wäre es eigentlich reich? Der, der alles kaufen kann, was es gibt, oder der, der alle meisten davon gar nicht braucht? Wäre es reich, wer viel absahnen kann oder der viel geben kann? Wäre es reich, der sich alle Wünsche erfüllen kann, oder der, der wunschlos glücklich ist? Wäre es reich, der ängstlich seinen Besitz zusammenhalten und vor Diebstahl schützen muss, oder der, der sorglos in den Tag hineinlebt, ohne seine Tür abzuschließen? Wäre es reich, der mit dem dicken Terminkalender oder der mit viel Zeit? Wäre es reich, einer, der lange lebt und auch viele Jahre bringt, oder jemand mit einem intensiven, ausgefüllten und spannenden Leben? Wäre es reich, einer, der die ganze Welt sein eigen nennen kann, solange er lebt, oder einer, der das ewige Leben hat? Wer ist reich? Der mit dem dicken Bankkonto oder mit dem Schatz im Himmel? Und das ist wichtig, dass wir überlegen, was ist unser Reichtum? Wo sind wir beschenkt? Denn in unserer Gesellschaft, das erfahre ich immer mehr und mehr, ich besuche viele Gemeinden, viele Kreise und ich merke, wir sind zwar äußerlich frei, indem wir uns bewegen können, unsere Meinung kundtun können, aber innerlich sind viele von uns gefangen. Wir haben Ängste, wir haben Herausforderungen im Alltag, wir haben Beziehungsprobleme wie stolpern über gleiche Muster und Sünde in unserem Leben und wir kommen nicht heraus. Viele Menschen haben Ängste in unserer Gesellschaft, obwohl wir in einer Freiheit leben. Und ich erlebe Christen der Verfolgung, die aus den Gefängnissen kommen. Witwen, die alles verloren haben. Menschen, die ihre Angehörigen beerdigen mussten, nur weil sie Christen sind. Und die sind äußerlich gefangen. Aber innerlich sind sie frei wie wir. Weil die Verbindung zu Christus scheint mir irgendwie aufrichtiger und stärker zu sein. Das sind keine besseren Christen, aber sie haben ihr Vertrauen vollkommen auf Christus gesetzt. Eine der wichtigsten Lehren in der verfolgten Kirche ist die zweite Wiederkunft Christi. Sie erwarten Jesus stärker wie wir, denn ihr Leid ist größer, ihre Herausforderungen sind größer wie unsere. Deswegen, Jesus kommt bald wieder, ist dieses Gebet fast in jedem Gottesdienst. Wir erwarten dich. Und ich hoffe, dass wir ihn erwarten. Dass wir Christus nicht nur so mit dieser Halbhaltung sozusagen haben. Ja, wir erwarten auch ihn, aber letztendlich ist es doch anders. Denn wir sind nicht abhängig
dass er kommt. Unser Kühlschrank ist voll, wir haben genug Mittel, um unser Leben zu bestreiten. Wir leben in Sicherheit, aber für viele Menschen in Kriegsregionen, in Katastrophengebieten, viele Menschen, die wie in Nigeria, wenn die sagen, heute ist Ostern oder Pfingsten oder Weihnachten und ich habe Angst, heute zum Gottesdienst zu gehen. Denn gerade über christliche Feiertage geschehen meisten Anschläge auf christliche Kirchen. Und der Vater sagt, also zu der Ehefrau, wir haben 3 Kinder. Heute gehe ich mit 2 Kindern zum Gottesdienst und nächsten Sonntag bist du dran. Und falls Entführung oder Anschlag stattfindet, dann überlebt ein Teil der Familie. Diese Entscheidung haben wir nicht. Wir entscheiden uns, ob das Wetter gut ist, ob mir gut geht, ob ich mich gut fühle. Oder vielleicht gehe ich zum Gottesdienst oder doch auf die Terrasse genieße ich mein Frühstück oder vielleicht dann ins Freibad, weiß ich nicht. Wir haben diese Entscheidung nicht. Und trotzdem, es kostet auch uns hier, Jesus zu bekennen und ihm nachzufolgen. Es wird auch uns was kosten, ihn groß zu machen in unserem Leben. Vielen Dank für die offenen Türen hier bei Ihnen in Freien Evangelischen Gemeinden Essen-Mitte. Ich hoffe, das darf ich in 2, 3 Jahren wiederkommen und mehr über dieses Thema zu sprechen. Es gibt viel zu erzählen, es gibt viele Dinge, die wir berichten können, aber es geht darum, dass wir Hunger bekommen, dass wir verstehen, dass wir zur Familie Gottes gehören. Ich würde gerne zum Schluss beten und dazu können wir einfach unsere Augen schließen und ruhig werden. Herr Jesus Christus, du forderst uns heraus, heraus aus dem eigenen, aus dem Ich-Leben, heraus aus dem Materialismus, aus dem Besitztum-Denken, heraus aus den Zwängen der Zeit in die Freiheit und in die Ewigkeit. Aus Egoisten machst du Gebende, aus Spießbürgern machst du Himmelsbürger, aus Gebundenen machst du Freie und aus Erstarrten Bewegliche und aus Toten machst du Lebendige. Danke für all den Reichtum, den du uns geringen Menschen gegeben hast, hier im Westen. Danke dir, dass wir davon leben können, auch teilen können, dass wir andere segnen können. Lass uns aber die Geheimnisse deines Reiches mehr verstehen, deines Wortes, dass wir darin leben und Frucht bringen und dass andere durch unser Tun, durch unser Segen reich werden. Wirke du in uns durch deinen Heiligen Geist Hingabe, damit dein Reich wachsen kann. Hier, in uns, aber auch darüber hinaus. Dass die Gemeinde und Kirche auch von diesem Reichtum profitieren, indem Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Wir bitten dich für viele, die um deines Namens willen verfolgt werden. In den vielen islamischen, kommunistischen, buddhistischen Ländern, sei es in China, Vietnam, Laos, Nordkorea, Nordnigeria, lass ihren Glauben umso ansteckender werden und die Gemeinden umso mehr wachsen. Segne du ihre Standhaftigkeit. Ich vertraue auf dich und dass wir über den Tellerrand schauen dürfen. Dass wir dankbar sind, egal wie wir uns fühlen, egal wie viele Mittel wir zum Leben haben, dass wir wissen, dass wir in deiner Hand sicher sind. Und danke dir, dass wir zu einer Familie Gottes gehören. Und dass du immer wieder uns erinnerst, durch deinen Heiligen Geist für die Verfolgten, Diskriminierten, Ausgesonderten zu beten, dass wir verstehen, wir sind eine Familie Gottes. Und wenn einer leidet, leiden andere mit. Und wenn einer sich freut, wenn einer getröstet, Unterstützung bekommt, wenn einer ermahnt und gestärkt wird, so ist das für uns alle gut. Denn wir wissen, du selbst, Jesus Christus, bist Haupt des Leibes. Danke dir, Vater. In dem Namen Jesus. Amen. Vom Schatz des Teilens erzählt auch unser nächstes Lied, wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht. Thank you.
Gott, du bewahrst den Glauben deiner Kinder. Du gibst Mut und Vertrauen, wo Angst und Bedrohung sich breit machen. Guter Gott, wir spüren heute Morgen neu, welche verändernde Kraft dein Evangelium hat, welche großartige Hoffnung du Menschen schenkst. Wir loben dich dafür. Herr, es bestürzt uns, wenn wir hören, was Männer, Frauen und Kinder erleiden müssen, weil sie an dich glauben. Wir bitten dich von Herzen, erbarme dich über die traumatisierten Brüder und Schwestern. Tröste die zerrissenen Familien. Beschütze alle, die ihre Existenz und ihre Heimat verlieren. Und wir denken auch heute an die Landtagswahlen, Herr, die in Sachsen und Thüringen stattfinden. Und wir bitten dich für einen friedlichen Ablauf. Wir bitten dich, stärke alle demokratischen Kräfte. Gib Menschen Mut, aufzustehen und ihre Meinung zu sagen. Und wenn wir jetzt das Vaterunser zusammensprechen, dann sind wir in besonderer Weise verbunden mit den Menschen, die es nur im Stillen sprechen können, vielleicht nur in ihrem eigenen Herzen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und singen das Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich. Die mich auch zum Nachdenken angeregt haben, welche Prioritäten ich so
mein Leben und Glauben setze. Ich wünsche Ihnen und auch allen anderen Mitarbeitern von Open Doors, ich habe gehört, weltweit sind es über 1000, dass sie bewahrt bleiben auf all ihren Reisen und in ihren Aktionen, die ja auch oft im Verborgenen geschehen müssen, von denen niemand etwas erfahren darf, besonders nicht offizielle Stellen. Ich erinnere noch einmal an den Büchertisch draußen, auf den Sie direkt zulaufen, wenn Sie durch die Tür gehen. Ich erinnere noch mal an die Kollekte, die heute für Open Doors bestimmt ist, dass wir gerne Scheinwerfer sind für diese wichtige Arbeit. Und ich lade uns alle ganz herzlich ein ins Gemeindecafé. Und jetzt bitte ich Sie und euch, wenn es möglich ist, zum Segen aufzustehen. Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen. Wir nehmen noch einmal.